Hallo und herzlich willkommen zu KSC 360, der Ort, wo ihr in Zukunft alles finden werdet, was euch brennend an eurem Lieblingsclub interessiert. Ja, was haben die sich da schon wieder ausgedacht beim KSC? Ganz einfach, nichts anderes als mehr Inhalte, mehr Nähe und auch mehr Service. Eben 360 Grad Karlsruher SC. Eine Sache war uns dabei beim KSC extrem wichtig. Alle altbekannten Formate, die ihr schätzt und liebt, bleiben nach wie vor kostenlos. Das heißt, die Pressekonferenzen, alle Neuigkeiten, das Fanradio, das findet ihr weiterhin auf ksc.de. Bei KSC 360 geht es um was anderes. Bei KSC 360, da geht es um mehr. Wir bringen zum Start 15 neue Formate online. Ja, richtig gehört. 15 neue Formate zum Start. Und das Herzstück des Ganzen, das ist mein Baby, die neue Videoplattform. Hier findet ihr in Zukunft, wie ihr es auf YouTube gewohnt seid, alle Videos rund um den Wildpark, aber eben auch völlig neue Geschichten wie KSC hautnah, Eiches Fußball 1x1 und auf dem Bau. Bei KSC hautnah kommt ihr, wie der Name schon sagt, unseren Jungs so nah wie nie zuvor. Ich hole sie zu Hause ab und dann bringen wir sie in ganz besondere Situationen in der ersten Folge. Daniel Gordon. Lasst euch überraschen, hier ein kleiner Ausschnitt. Hin und wieder fahre ich mit Marc Lorenz und uns ist ja allen klar, dass wenn Marc Lorenz Musik hört, ist da nur Ballermann-Musik läuft im Auto. Und schiebt den Laden hinten nach. Ja? Wir wollen alle dieses Ding drehen. Und wir haben in den vergangenen Wochen so viele Spiele gezogen. Ja? Wir haben nichts zu verlieren, die ist 0-2, machen wir 0,x Wett. Jungs, bleibt im Spiel, versucht schnell den Anschluss zu finden und dann drehen wir dieses Ding. Zieht die Sicherheitsschuhe an bei Auf dem Bau. Nimmt euch mein Namensvetter und Projektleiter Fabian Herrmann mit auf die schönste Baustelle von Karlsruhe. Und in der ersten Folge, na, da gehen wir in einen Bereich, da muss man schon Profi für sein, um da reinzukommen. Oder Cheftrainer. Ich rede natürlich vom Profi-Provisorium. Wir schauen mal kurz rein. Neben den für den Spieltag notwendigen Räumen ist allerdings in dem Provisorium auch der komplette Trainingsbereich der KSC-Mannschaft untergebracht. Heißt also, hier haben wir neben der Kabine auch die Büros, den Kraftraum, die Aufenthaltsbereiche und Lagerflächen. Und die sieht natürlich normalerweise niemand. So, als erstes gucken wir uns jetzt mal den Kraftraum der KSC-Profis an. Von wem könnte man mehr über unseren Lieblingssport lernen als von einem richtigen Fußballlehrer? Christian Eichner nimmt euch beim 1x1 mit in die Feinheiten der Taktik unseres Sports. In der ersten Folge, da schauen wir etwas an, was bei uns eigentlich sehr gut funktioniert, die Verteidigung eines Eckballs. Der Hauptunterschied logischerweise zu der klassischen Manndeckung, wie der Name schon sagt, ist, dass man hier nicht einen Mann zugeordnet bekommt, sondern wie gesagt nur in seinem Raum, in seiner Zone verteidigt und dann aber natürlich an den Mann rein oder rangeht, wenn er beispielsweise hier vorne einläuft. Jeden Monat gibt's auf KSC 360 ein neues Klassikerspiel. Was heißt das? Wir zeigen euch die vollen 90 Minuten eines echten Fußballklassikers hier im Wildpark und ihr alle wisst, das ist viel mehr als nur Valencia. Den Anfang macht ein altes Bayern-Spiel, ich sag mal Saison 92-93 und eine Begegnung gegen den HSV aus dem Jahr 2009. Viel Spaß! Wie oft habt ihr uns schon nach Testspiel-Livestreams gefragt? Hier ist eure Plattform dafür. Habt ihr euch mal gefragt, warum die Stimmen zum Spiel erst einen Tag nach dem Spiel online sind oder die Highlights bei uns nur 30 Sekunden dauern und in der Regel nur aus einer Szene bestehen? Wie bei allem im Leben gibt es da Regeln und Richtlinien, aber mit KSC 360 können wir diese Richtlinien umgehen und euch die Stimmen zum Spiel und die Highlights quasi fast schon direkt nach Abpfiff präsentieren. Okay, ihr seid nicht so der Videotyp, verstehe ich. Aber auch für euch gibt es bei KSC 360 ganz viele neue Inhalte, denn eine reine Videoplattform war uns einfach zu wenig.
Für die Podcast-Liebhaber unter euch haben wir zum Beispiel den neuen Podcast Fanradio trifft Wildparkbruddler. Und hier wird genau von außen analysiert, was im Wildpark so los ist. Eben von Fans für Fans. Aber ein Podcast war uns natürlich nicht genug. Außerdem gibt's die Spielerporträts des Fanradios und die Pressekonferenzen für eure Ohren auf Abruf. Ihr seid noch die alte Schule und genießt es, schöne, lange Texte zu lesen. Kein Problem. Auch für euch Leseratten haben wir bei KSC 360 drei neue Formate am Start. Bei Blick über den Tellerrand, da nimmt euch der freie Journalist Matthias Dreißigacker mit in gesellschaftliche Themen, die Fußballfans bewegen. Und bei Geplaudert mit, da gibt's ganz lange, ausführliche Interviews mit euren KSC-Legenden. Und den Anfang machen keine geringeren als Yashi und Euro-Eddy. Video haben wir, Audio haben wir, textliche Leckerbissen haben wir. Ihr denkt, das war schon alles? Pustekuchen. Für KSC 360 Abonnenten entfallen ab sofort alle Versandkosten im Fanshop, ganz egal, welchen Warenwert ihr bestellt. Das hat euch immer noch nicht überzeugt? Okay, wir legen noch einen kompletten Download-Bereich drauf mit Hintergrundbilder für euer Smartphone, für eure Videochats, Postern zum Selbstausdrucken und Videogeburtstagsgrüße von unseren Profis für eure Familie und Freunde. Das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Wir drehen euch da keinen 2-Jahres-Handy-Knebel-Vertrag an. Das ist überhaupt nicht unsere Absicht. Und das Ganze wird sich stetig weiterentwickeln. Denn das, was wir bis jetzt gesehen haben, das ist das, was ihr zum Start bekommt. Okay, jetzt haben wir unser Pulver aber wirklich verschossen. Wir fassen nochmal zusammen. 15 neue Formate, mehr Inhalte, mehr Nähe, mehr Service, eben ein richtiger 360-Grad-Blick auf euren Lieblingsclub. Das alles ist KSC 360.